Das hier ist ein so amerikanischer bunter Eintopf. Möchtest du einen cremigen, herzhaften, frischen und noch dazu einen superschnellen Eintopf, dann ist der so amerikanische Minestrone keine sicher was für dich. Das Suppenfleisch wird klein geschnitten und stark mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das braten wir jetzt ganz schön scharf an und wenn es soweit ist, kümmern wir uns um die Basis für den Eintopf. Du kannst den Knoblauch klein schneiden oder wie ich den fein reiben. Jetzt den Knoblauch zusammen mit einem Natosalmöl leicht braun anbraten. Nun Zwiebeln, Paprikas, Frühlingszwiebeln und die Tomaten hinzugeben. Wir würzen mit Salz, Kreuzkümmel und Oregano. Wenn alles schön geköchelt hat, kommt das Fleisch zusammen mit 3 bis 4 Liter Wasser dazu. Und ganz wichtig für den Aroma Basilikum stellen. Das alles lassen wir für eine Stunde köcheln. Wenn das Fleisch soweit ist, kommen die klein geschnittenen Karotten und Kartoffeln rein. Nach 20 Minuten kommen die Nudeln deiner Wahl zusammen mit den vorgekochten Bohnen dazu. Und zu guter Letzt geben wir entweder klein gehackten Basilikum dazu oder du mixst das zusammen mit Frischkäse, einen Schuss Wasser und gießt es in den Topf. Fertig, darf ich dir vorstellen?